AMC hat schon sehr viele gute und überragende Serien rausgebracht. Ich meine zum Beispiel The Walking Dead oder Fear the Walking Dead, The Walking Dead, World Beyond. Okay, ich bin ehrlich, ich kenne nicht sonderlich viele AMC-Serien, aber das hat sich vor kurzem geändert. Denn eine Abonnentin dieses wunderschönen Kanals hat mich auf eine Serie aufmerksam gemacht, die auch von AMC ist, beziehungsweise auf AMC läuft. Und diese hat mich darum gebeten, mir die Serie mal anzugucken, wenn sie mir gefällt, und halt auch vielleicht so eine Art Review dazu zu machen. Und genau das mache ich heute. Heute gibt es mein Review zu der Serie Into the Badlands Staffel 1. Und damit heiße ich euch auch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, Into the Badlands. Ich versuche es so gut zu beschreiben, wie ich es empfunden habe, so wenig zu spoilern wie möglich. Aber ich würde erstmal sagen, was ist die Serie genau? Und ich würde es einfach mal in den Worten von Wikipedia wiedergeben. Into the Badlands ist eine US-amerikanische Science-Fiction-Action-Serie mit Martial-Arts-Elementen von Alfred Gough und Miles Miller, die am 15. November 2015 beim Sender AMC ihre Premiere feierte. Die Serie basiert lose auf dem klassischen chinesischen Roman Die Reise nach Westen. Ganz kurz die grobe Serie, zumindest grob Staffel 1 zusammengefasst. Wir befinden uns in einer Zukunft, in der vielleicht manche Sachen nicht so gut gelaufen sind. Ich würde nicht sagen, es ist wirklich apokalyptisch, aber es ist schon so, ja, es waren halt Kriege und dadurch sind halt Sachen entstanden, die halt, ein bisschen was an der Gesellschaft verändert haben. Und zwar ist es nicht, wie wir es im Normalfall kennen, ja, da gibt es zum Beispiel einen Präsidenten oder da gibt es einen Bundestag und die machen halt was und daran hält sich dann jeder. Nein, in dieser Serie gibt es sogenannte Barone. Es gibt verschiedene Barone, die quasi über verschiedene Bezirke herrschen, Sklaverei betreiben zum Teil und halt untereinander Handel machen, aber halt auch untereinander ein bisschen am Beefen sind, würde ich mal sagen. Und diese Barone haben halt quasi eigene Krieger, beziehungsweise ich würde es mal Armeen nennen. Und diese werden halt, wie die Serie es ja quasi schon in der Beschreibung hergibt, in Martial Arts Kampfkünsten ausgebildet, ob mit dem Schwert, ob mit dem Faustkampf. Auf jeden Fall kriegen wir in dieser Serie sehr, sehr viel Martial Arts Kampfszenen zu sehen. Und das ist wirklich, solche Filme und Serien finde ich schon immer geil und es hat halt immer irgendwas, weil diese Kampfszenen meistens sehr gut choreografiert sind. Ja, und natürlich gibt es auch da eine Rangordnung unter den Armeen und unser Hauptprotagonist, sage ich mal, einer der Hauptprotagonisten, ist halt quasi einer von solchen Anführern, einer, der weiter oben steht und halt die anderen befehligen kann und so. Und ja, um nochmal die Handlung ein bisschen weiter auszudehnen, natürlich passieren ein paar doofe Sachen, es wollen Barone gestürzt werden, es will die Machtergreifung hier und da und hier sind Kriege und die Leute wollen mehr Handel und die wollen das handeln und hin und her. Und natürlich geht es auch viel um, ja, hier, da werden halt Leute als mehr oder weniger Sklaven gehalten, die da halt arbeiten müssen. Und manche wollen das halt nicht, manche wollen das halt schon. Und natürlich herrscht dann unter diesen Baronen irgendwie immer so ein Konflikt. Jo, wer hat jetzt mehr Besitz? Und wenn ich den jetzt da stürze, gehört mir ja noch mehr Besitz und. Dieses klassische regionale Kämpfen, würde ich es mal nennen. Auf jeden Fall, unser nächster Hauptprotagonist wird dann ins Spiel geworfen und wir erfahren sogar relativ zügig, dass diese Person gewisse Fähigkeiten irgendwie hat. So mehr oder weniger, wenn er Blut sieht, also sein Blut oder verletzt wird oder so, ich glaube, es geht hauptsächlich um das Blut, verfällt er halt in so einen Rage und ist halt dann übel stark und übel kräftig und ist so ein bisschen magischer Schnickschnack mit drin, sage ich es mal. So ein bisschen, klein bisschen abgespaced. Und naja, natürlich, auf jeden Fall wird hin und her gekämpft und hier und da sind halt ein paar Kämpfe und natürlich will jeder diesen Jungen irgendwie, weil er halt was Besonderes ist und dann soll er gerettet werden und ein Verrat hier und hin und her und Staffel 1 endet mehr oder weniger damit, dass dieser Junge halt irgendwie mehr oder weniger entführt wird, würde ich es mal nennen. So grob umfasst die Story in Staffel 1. Also die Story ist jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, groß schwierig zusammenzufassen, aber es ist halt irgendwie, man muss es gucken, um es irgendwie zu realisieren. Also es ist halt schon so, hauptsächlich geht es um irgendeine Art Konkurrenzkampf. Aber es soll ja hier nicht nur um die Serie an sich gehen. Wie gesagt, ich will ja nicht so viel spoilern und deswegen, es geht ja eher um meine Meinung und deswegen starte ich direkt mal in meine Meinung dazu rein. Ich würde einfach mal mit meinen größten negativen Punkten anfangen. Ja, und der erste Punkt, der mir ein bisschen, ja nicht sauer aufgestoßen ist, würde ich jetzt nicht sagen, aber dieser magische Touch von dem Jungen, die Fähigkeiten, später sind mir noch andere mit sehr starken Fähigkeiten, war für mich so, puh, muss das jetzt dieses Magische, muss das sein? Kann man das nicht ohne machen? Ich weiß natürlich nicht, wie ich in Staffel 2 und 3 vorangehen soll. Ich weiß auf jeden Fall, Staffel 2 und 3 sollen wesentlich besser sein als Staffel 1. Und wenn das natürlich jetzt weiter aufgebaut wird und das natürlich zu dieser Serie, zu dem Konzept gehört, ja. Aber so an für sich hätte ich das jetzt nicht gebraucht, so eine ganz normale Martial-Arts-Kampf-Serie
Nachkriegsserie wäre jetzt auch schon cool. Das wäre so einer der negativen Punkte, wenn man das so, also negativ, wenn man es so nennen kann. Und der andere ist tatsächlich, dass manche Kampfszenen irgendwie ein bisschen low budget aussehen, also sehen irgendwie nicht so hundertprozentig smooth aus. Und ich finde, gut, wie gesagt, Staffel 1, die anderen sollen besser werden, ich finde, es ist ein bisschen zu wenig Action. Also es gibt schon sehr viel Action, es ist auch sehr viel Brutalität mit dabei. Aber es hätte auch noch ein bisschen mehr, also hätte noch gut getan, noch ein bisschen mehr darauf zu setzen. Also ich finde immer Martial Arts Filme und Serien, die können in diesem Kampfszenen gerne mal over the top sein. Auch dieses typische Klischee, einer gegen 16 und die laufen natürlich erst alle nacheinander und der macht die da komplett weg. Kann halt gerne immer übertrieben sein, fand ich den Tick wenig, hatte ich zumindest das Gefühl, aber vielleicht wird es ja noch besser, man weiß es nicht. Aber das waren jetzt hauptsächlich die zwei Negativpunkte. Wie gesagt, das mit diesem, ich nenne es mal magischen Touch, fand ich ein bisschen überraschend und hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Aber es wird halt im Großen und Ganzen, denke ich, zur Serie passen und deswegen hat das auch absolut seine Daseinsberechtigung. Kommen wir jetzt aber zu den positiven Punkten. Erstens der Style der Serie. Ich liebe apokalyptische oder postapokalyptische Filme, Serien einfach zum größten Teil, weil man sieht, wie langsam ja dieser fortschrittliche, diese Technologie und alles Mögliche so abbaut, dieses Moderne, und es wieder in Richtung, meistens ist es ja so mittelaltermäßiges reindriftet. So diese hohen Sachen, ne? Schwerter selber schmieden, anstatt Autos, Pferde und so ein Scheiß. Das liebe ich halt. Deswegen ist ja auch bei The Walking Dead zum Beispiel, dass ich so gegen Ende die Staffeln wesentlich interessanter finde, weil sie halt da nicht mehr diese unbedingte große Waffenstärke an automatischen Waffen haben, sondern halt wirklich auf rustikalere Sachen zurückgreifen müssen. Und das ist in dieser Serie super ausgeglichen. Nehmen wir nun mal unseren Hauptcharakter. Der Typ ist eingekleidet wie ein typischer, quasi schon fast vorurteilhaft eingekleideter Martial-Arts-Kämpfer. Schöner Ledermantel in Rot, Schwert auf dem Rücken, Schwerter überall und sieht halt einfach sehr, sehr rustikal, sehr, sehr mittelalterlich aus, so in diese Richtung. Aber kommt halt auf dem Moped dahergefahren. Und finde ich super geil. Passt super, super gut zusammen. Allgemein sind halt diese Kleidungsstile, ist halt eher so dieses, wie gesagt, rustikale, aber trotzdem weiß man, man ist halt trotzdem schon in der Zukunft. Das heißt, die Gedanken von den Leuten oder wie die sich unterhalten, ist halt schon sehr, sehr modern. Aber halt die Kleidungsstile und die Art, wie sie kämpfen, mit was sie kämpfen, ist halt eher rustikal. Feier ich aufs Übelste. Wirklich, die Designs, überhaupt das ganze Setting, super geil. Auch die verschiedenen Festungen, sage ich mal, von den verschiedenen Baronen, ist halt einfach genial. Das ist so dieses typische Verbarrikadieren in der Festung, so ein riesiges Tor, wo man dann halt reinkommt, ist einfach super geil. Ein weiterer Punkt wären halt die Kämpfe. Auch wenn, wie gesagt, die mir manchmal an manchen Ecken ein bisschen zu low budget aussahen und finde ich, ihm hätte mehr geben müssen, sind die Kämpfe super geil. Das sind so typisch klassische, klischeehafte Mixed Martial Arts Kämpfe und die sind einfach schön zu sehen. Und es ist auch immer dieses Geile, auch wie gesagt, wenn es einfach eigentlich over the top ist, dass die Leute halt auch auf die Fresse geben. Wie gesagt, 1 gegen 16, so nach dem Motto, kein Problem, macht der, regelt der alles. Übel geil, ich liebe sowas. Dieses Jackie Chan-mäßig abgespacede, okay, der ist so krass, der kriegt hier halt eine halbe Armee platt gemacht. Dann der nächste Punkt, die schauspielerische Besetzung. Ich bin ehrlich, ich kenne, glaube ich, keinen von den Schauspielern. Also ich habe noch keinen von den Schauspielern in irgendwelchen anderen Filmen gesehen. Ich habe mich jetzt auch nicht wirklich mal damit auseinandergesetzt, werde ich wahrscheinlich noch machen, ob die in anderen Filmen schon mal mitgespielt haben. Der eine Baron, ich habe den Namen jetzt gerade vergessen, um den es quasi im Hauptteil geht, super besetzt, hat so einen richtig königlichen Touch, aber trotzdem auf rustikal und ne, irgendwie schon so dieser typische tyrannische Herrscher. Einfach top besetzt, der Schauspieler, alle anderen auch mega geil und man kauft den die Sachen halt auch absolut ab irgendwie. Das passt super gut, also es stimmt super überein. Man hat nie so dieses Gefühl so, ah ja, komm, der Schauspieler, naja, den weiß ich jetzt nicht, ob der jemanden im Mixed Martial Arts Style verkloppen kann, ne? Aber es passt super gut. Ein Punkt, den ich auch super fand, ist das Pacing. Also in der Serie, Staffel 1 zumindest natürlich, gibt es nicht groß viel Rumgepimmel, um es mal so auszudrücken. Also es wird nicht viel rumgespielt, es geht direkt zur Sache. Jede Folge hat einen gewissen Fortschritt, es gibt keine Filler-Folgen und allgemein auch sehr wenig Filler-Szenen überhaupt. Also die Serie ist relativ schnell, die erste Staffel hat auch gar nicht so viele Folgen, aber die Serie kann man halt einfach, also zumindest Staffel 1, wie gesagt, kann man halt mal einfach mal so nebenbei durchgucken, das ist gar kein Problem. Also es ist nicht so, dass da ein Riesenaufwand hintersteckt, um die Serie zu gucken, wie zum Beispiel bei The Walking Dead. Der nächste Punkt, den ich super gut finde, man muss bei der Serie auch nicht so unbedingt das... Hört sich böse an, aber man muss nicht unbedingt sein Gehirn anstrengen. Das ist eine Serie, von der man sich gut berieseln lassen kann. Klar, wenn du jetzt hier und da nicht vielleicht nicht richtig zuhörst, hast du was verpasst. Aber an für sich ist das nicht so eine Serie, wo man so aufgeweckt zugucken muss und so, oh Gott, was passiert jetzt? Wo ist der Zusammenhang? Nee, das wird alles gut erklärt. Es wird alles relativ simpel erklärt. Es ist alles relativ einfach und man versteht es halt, ohne sich, wie gesagt, viel Gedanken drüber zu machen. Aber aus diesem Punkt, dass die Serie halt sehr leicht zu gucken ist, muss man auch sagen, finde ich jetzt persönlich, hat sie nicht so einen großen Wiedersehenswert. Also man muss sie nicht, also ich persönlich
schätze so ein, wenn ich jetzt einmal gesehen habe, gucke ich mir vielleicht nochmal ein zweites Mal an. Aber so ein drittes und viertes Mal, ähnlich jetzt wie bei The Walking Dead, würde ich es, glaube ich, nicht machen, weil die halt schon so ist, okay, die läuft, man guckt die sich an, ist fertig und, ach ja, schön, auch komm, einmal nochmal gucken und vielleicht fallen ein paar Sachen auf. Ähnlich wie bei The Last of Us. Es ist so eine Serie, die guckt man, die gefällt einem und dann ist es auch gut. Natürlich meine Meinung. Aber was, das macht die Serie halt auch wieder so gut, weil es einfach so eine schöne Serie für zwischendurch ist einfach, finde ich. Es ist so eine schöne, ja, kann man sich jetzt auf jeden Fall mal gerade nebenbei angucken, wenn man auf eine andere Serie wartet oder irgendwie sowas in diese Richtung. Aber ich muss auch gleichzeitig sagen, ich habe schon Bock, auch die Serie weiter zu gucken. Weil Staffel 1 hört mit einem sehr guten Cliffhanger auf, der jetzt nicht so krass viel Spannung erzeugt, dass man sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert jetzt? Aber schon so, okay, doch, ja, ich würde schon jetzt gern wissen, was das überhaupt mit sich auf sich hat und wie das jetzt weiterläuft. Ich muss sagen, ich habe leider noch nicht geschafft, Staffel 2 weiterzugucken. Angefangen habe ich schon. Aber dadurch, dass ich mein The Walking Dead Serien-Ranking irgendwann mal fertig haben will, bin ich jetzt immer noch an The Walking Dead dran. Deswegen, eine Zeit spielt halt auch irgendwie eine Rolle mit. Aber es wird auch immer slow and steady kommen. Also es kann jetzt sein, dass es ein bisschen dauert, bis zu Staffel 2 mein Review kommt. Aber das werde ich auf jeden Fall auch machen. Aber ja, mehr hätte ich jetzt auch gar nicht zu sagen und würde einfach im Großen und Ganzen mein abschlüssiges Review oder beziehungsweise mein abschlüssiges, meine Punktevergabe. Ich würde sagen, ja, also, wie drückt man das am besten aus? Ich will keine Punkte vergeben, es ist hier schwer. Also ich würde sagen, die Serie ist gut, sie ist absolut underrated, ich habe davon noch nie was gehört und ich kenne jetzt auch kaum Leute, die wirklich mal gesehen haben oder so. Ich habe auch noch nie was im Internet so gesehen. Übelst underrated, aber es ist jetzt auch nicht so eine Serie, wo ich sagen würde, oh mein Gott, man verpasst was, wenn man es nicht gesehen hat. Es gibt so manche Serien, wo ich sage, Alter, wer die nicht geguckt hat, als Serienfan, wie kann man die nicht gucken? Würde ich hierbei nicht sagen, aber sie ist auf jeden Fall wirklich sehr gut, fällt mir wirklich super gut. Wie gesagt, vor allem halt aus dem Grund, weil es so ein kleiner Happen für zwischendurch ist irgendwie. Man kann es einfach gechillt sich zwischendurch mal angucken. Ja, wie gesagt, das wäre jetzt so mein abschlüssiges, mein Wort zum Sonntag, hahaha. Wenn ihr ein Martial Arts Fan seid und die Serie vielleicht noch nicht kennt, guckt es euch gerne mal an. Es ist wirklich eine super gute Serie in dem Bezug. Natürlich muss einem dieses Setting gefallen. Es muss einem dieses, ich sag mal, gibt es eine Bezeichnung für dieses mittelalterliche Rustikale muss einem gefallen. Man muss diese Kampfkunst oder diesen Kampfstil in Serien halt auch mögen. Wenn man das nicht mag, ist die Serie halt nichts für einen. Und vor allem, wenn man sagt, man will einfach jetzt eine schöne Serie für zwischendurch, ist die Serie sehr gut. Man kann es sich antun. Wie gesagt, es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh mein Gott, guck dir das unbedingt an. Aber es ist auch nichts, wo ich sagen würde, nee, lohnt sich gar nicht zu gucken. Also sowas, ja, man kann es auf jeden Fall mal reingucken, wenn es einem gefällt, perfekt. Wenn nicht, dann, ja, dann halt nicht. Aber man kann es auf jeden Fall mal machen. Ja, und damit wären wir jetzt auch am Ende vom Video. Wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Falls ihr die Serie gesehen habt, wie findet ihr sie? Überhaupt die Frage, kennt ihr die Serie? Und ja, wie gesagt, falls ja, wie gefällt sie euch? Und wenn ihr sie nicht kennt, könntet ihr euch vorstellen, dass es was für euch wäre? Weil, wie gesagt, Mixed Martial Arts Filme und Serien sind ja eher so eine kleine Nische. Das ist eine sehr, sehr kleine Zielgruppe. Also es ist schwer halt, darauf eine Zielgruppe abzurichten. Das ist, glaube ich, die beste Beschreibung für die Serie. Die Zielgruppe ist halt sehr gering, würde ich mal behaupten. Aber ja, an für sich, wenn ihr noch Ideen habt für Serien, die ihr mir vielleicht vorschlagen wollt, wo ihr vielleicht ein Review von mir sehen wollt, tackert es gerne in die Comments. Ich werde es auf jeden Fall machen. Ich werde mir die Zeit nehmen, falls ich die Serie natürlich noch nicht gesehen habe, dazu auch mal ein Review zu machen. Ich werde auch früher oder später mal zu Supernatural, wurde mir schon vorgeschlagen, auch mal ein Review zu machen. Das wird auf jeden Fall schwer, weil da muss ich mir auf jeden Fall ein paar Sachen mehr rausschreiben, die ich da erwähnen will. Aber wie gesagt, falls ihr eine Idee habt, falls ihr eine Lieblingsserie habt und von mir eine Meinung dazu haben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, wenn ich Zeit finde, werde ich es machen. Ich verspreche euch auf jeden Fall, es wird nicht von heute auf morgen passieren. Also es wird schon, denke ich, ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, vor allem wenn es eine längere Serie wird. Also wenn ihr jetzt mit Game of Thrones kommt, by the way, ich habe Game of Thrones noch nicht gesehen, ich will es mir aber definitiv mal anfangen zu gucken. Also das ist ja wohl klar, dass ich da nicht innerhalb von 2 Wochen ein Video zu machen kann. Ich denke, das sollte klar sein. Aber wie gesagt, schreibt mir gerne auf alles möglichen Vorschläge rein. Ich bin auf jeden Fall offen für alles. Und ja, falls euch das Video jetzt gefallen hat, und ihr vielleicht allgemein Interesse in Serien, Filmen, Reviews, Theorien, Fun Facts oder Fantheorien, wie gesagt, habt, checkt dann den Kanal mal aus. Vielleicht findet ihr hier irgendein Video zu was euch gefällt. Und wenn ihr dann da unten sowieso schon auf dem Kanal seid, dann lasst auch gerne ein Abo da. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen. Aber ich möchte jetzt nicht noch länger rumreden, um das Video länger zu ziehen, als es schon ist. Ich würde sagen, hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch. Ne? Natürlich, ist ja klar. Aber ja, bis dahin bin ich jetzt erstmal raus. Ciao.